Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Präsidentin des Obersten Bayerischen Rechnungshofs, stellvertretend für den Bayerischen Rechnungshof. Bis vor kurzem gab es den Bericht des Obersten Bayerischen Rechnungshofs immer entweder als Nikolausgeschenk oder als Krampusrute, je nachdem für die Opposition ein Segen, was der Oberste Bayerische Rechnungshof in seiner Arbeit bei der Prüfung der Staatsregierung leistet. Und für die Staatsregierung und die Koalitionsfraktionen der Krampus mit heftigen Schlägen. Auf Bitten des Ausschusses ist der Termin verlegt worden, zeitnahe am jeweiligen Haushaltsjahr dran. Das ist für alle ein Segen und auch noch mal ein recht großes und dickes Dankeschön an den Rechnungshof, der dies ermöglichte. Nach den Erfahrungen der Beratungen im Ausschuss in diesem Jahr müsste man eigentlich wieder einstimmig die Beratungen in Wahljahren aussetzen. Denn was die CSU-FDP da gemacht hat, das war gelinde gesagt ein Hohn. Bei jedem wichtigen Beschlussvorschlag wurde ein Weiterhin eingefügt. Aber ein Weiterhin bedeutet ja, dass die Arbeit eigentlich schon geleistet ist und nur noch verstärkt werden müsste. Also wäre auch die Arbeit des Rechnungshofes obsolet. Aber liebe Staatsregierung, das Gegenteil ist doch der Fall. Das, was der Oberste Bayerische Rechnungshof Ihnen hier mit diesem Bericht bestätigt, ist ein Versagen in der Finanz- und Haushaltspolitik. Und mantramäßig kommt es mir schon vor, genauso wie die Opposition, eben auch der Bayerische Oberste Rechnungshof die mangelnde Steuerverwaltung eben bemängelt. Diejenigen, die im Dienst sind, die leisten hervorragende Arbeit. Genau deswegen, weil sie die Arbeit ausgleichen müssen. Danke. Kollegin Semm, dass Sie den Herrn Sinner mal darauf hinweisen, sehr nett von Ihnen, dass Sie eben ganz klar hier nochmal der Bericht des obersten Bayerischen Rechnungshofs zeigt, in der Betriebsprüfung sind nur knapp 1760 Stellen besetzt und das sind sogar noch 190 weniger als im Jahr 2007. Das Soll liegt allerdings bei 2200. Das heißt, Unterbesetzung in Vollzeitkräften, 440 Stellen oder anders ausgedrückt, -20%. -20% in der Steuerverwaltung. Und ich kann Ihnen garantieren, dass es seitdem nicht besser aussieht. Auch die paar Stellen, die da im Doppelhaushalt ausgebracht wurden, gleichen das kein bisschen aus. Allerlei Kurioses und weniger Kurioses, das haben wir schon gehört, über das Verhalten der Staatsregierung zeigt uns der Rechnungshofbericht. Da betreibt die staatliche Immobilienverwaltung einen Biergarten. Das ist bestimmt keine hochstaatliche Angelegenheit. Da treiben die Kosten um den Digitalfunk immer mehr Blüten. Unglaublich, wie hier geplant und kalkuliert wurde. Der Aufbau des Digitalfunks ist das größte finanzielle Desaster, nachdem die sogenannten bayerischen Finanzfachleute mit der Landesbank 10 Milliarden Euro an Geldern der Bürgerinnen und Bürger Bayerns in den Sand gesetzt hatten. Das, was da abgegangen ist, fehlende Kosten-Nutzen-Berechnungen, fehlende Umsetzungskontrollen, und das hält die Staatsregierung gleichzeitig noch für hohe bayerische Regierungskunst. Und hier zitiere ich meinen geschätzten Kollegen Halitzky: Wer das für hohe bayerische Regierungskunst hält, der soll nie wieder den Mund zum Flughafen Berlin-Brandenburg aufmachen. Weiterer Fall für den Bayerischen Rechnungshof. Da gibt es einen Turm der TU München, der nicht nur architektonisch in die Höhe, sondern vor allem von den Kosten her in die Höhe schnellt. Und das auch noch alles am eigentlichen Herrn des Budgetrechts vorbei, nämlich am Haushaltsausschuss vorbei. Nachdem der Bericht des Obersten Bayerischen Rechnungshofs ja zeitgleich mit dem Nachtragshaushalt, Sie erinnern sich, ein Nachtragshaushalt, der ohne viel Not zu früh eingebracht, denn an der politischen Lage hatte sich ja nichts verändert, außer dass die CSU nasse Füße bekommen hat, eben wegen des sehr erfolgreichen Volksentscheids zu den Studiengebühren. Also der OAH-Bericht zeitgleich mit dem Nachtragshaushalt. Deswegen bewertet der Oberste Bayerische Rechnungshof das aktuelle Gebaren der Staatsregierung auch. Und da gibt es gar keine Verwunderung auf Seiten der Opposition, viel Kritik an der Staatsregierung. Denn was wird gemacht mit diesem Doppelhaushalt und mit dem Nachtragshaushalt? Es ist doch keine Kunst, Geld auszugeben. Das kann jeder und das kann auch jede. Was die CSU hier macht, ist alles, was irgendwie wie ein Problem aussehen könnte, noch eben schnell versuchen, mit Geld eben aus dem Weg zu räumen.
Also Geld ausgeben ohne Gegenfinanzierung, ohne Vorschläge wie diese Ausgaben, die wir ja größtenteils auch gut finden, die mit dem Nachtragshaushalt gegenfinanziert werden. Und das unterscheidet Ihre Haushaltspolitik von unserer, weil wir haben klare Vorschläge gemacht zur Gegenfinanzierung. Also keine Prioritätensetzung, verfehlte Haushaltspolitik. Und das hat Ihnen eben auch der oberste Bayerische Rechnungshof noch mal bescheinigt. Einfach überall eins draufzusatteln, in der schalen Hoffnung, die Steuereinnahmen werden schon weiter sprudeln. Das ist ungefähr so, wie wenn der Familienvater oder die Familienmutter eine satte Gehaltserhöhung vor Weihnachten bekommt und damit rechnet, dass diese Gehaltserhöhung jedes Jahr wiederkommt. Wie naiv. Oder anders gesagt, dann ist auch kein Wahljahr mehr. Und dann kommen die schmerzhaften Kürzungen, wenn sie denn noch in der Regierung sind. Richtig putzig waren dann auch noch die Erwartungen des Finanzministers Dr. Söder an den obersten Rechnungshof. Denn eigentlich, zumindest war zu lesen, hatte er sich ein größeres Lob erwartet fürs Geldausgeben. Ein Lob für diese Haushaltspolitik hat sich der Finanzminister also erwartet, wie ein kleiner Bub oder ein kleiner Junge, der gern übers Haar gestrichen werden möchte und ihm gesagt wird, oh, das hast du aber gut gemacht, das hast du gut gemacht. Was denn eigentlich? Dass sie die Rücklagen aufbrauchen ohne Ende, dass sie sie aufsaugen wie noch was, dass der bayerische Finanzminister und die bayerische Staatsregierung nicht dafür sorgen, dass die Steuerverwaltung ausreichend versorgt ist und ausgestattet ist, dass es eben keine Steuergerechtigkeit in diesem Land gibt und Bayern damit jedes Jahr hunderte Millionen Euro an Einnahmen entzieht. Doch damit nicht genug. Der bayerische Finanzminister will der öffentlichen Hand noch weiter an die Einnahmen. Und zwar so sehr, dass Bayern 2015 in die roten Zahlen rutschen würde, wenn nicht weiterhin Rekordsteuereinnahmen es geben würde oder wird. Söder-Kosten, grob überschlagen, Abbau der kalten Progression, ein sehr hehres und sehr gutes Ziel, aber eben nur mit einer Gegenfinanzierung. Macht für Bayern ab dem Jahr 2014 etwa minus 250 Millionen Euro aus. Anderer Vorschlag, Arbeitnehmerpauschbetrag macht minus 127 Millionen Euro aus. Forschungsförderung kleinere und mittlere Betriebe schlägt sich mit minus 87 Millionen Euro zu Buche. Regionalisierung, und das ist der richtig harte Brocken von Einkommen und Erbschaftssteuer, das sind eine gute Milliarde Euro weniger für Bayern. Das würde passieren, wenn Ihre Vorschläge eben umgesetzt würden. Zusammen mit den Rücklagen, die sich laut offiziellen, also nicht unseren Berechnungen, sondern laut offiziellen Plan Ende 2014 auf nur noch 1,4 Milliarden Euro belaufen, da die Staatsregierung eben zurzeit alles, was sie ausgibt, nicht einem Kriterium Nachhaltigkeit oder Prioritätenentsetzung entspricht, sondern einfach eben nur das Ausgeben von Steuermehreinnahmen ist. Und das hat eben auch der Bayerische Oberste Rechnungshof noch mal bestätigt mit seinem Bericht. Also nachdem die Rücklagen aufgebraucht werden und wenn dann all die Vorschläge des bayerischen Finanzministers umgesetzt würden, dann wäre Bayern im Jahr 2015 mit 150 Millionen Euro im Minus. Und die Vorsorge für die immer noch zu bestehenden Landesbankrisiken wäre dann auch weg. Zudem können wir dann die 350 Millionen Euro Zinsen, die für die Landesbankkredite gezahlt werden müssen, eben auch nicht mehr aus der Rücklage, wie es bisher der Fall ist, finanziert werden. Das Geld fehlt dann oder würde dann im laufenden Haushalt fehlen. So viel zu solider Haushaltsführung. Die sieht und die sähe definitiv anders aus. Wir werden die Staatsregierung sicher nicht entlasten, und den obersten bayerischen Rechnungshof entlasten wir sehr gerne und danken noch mal ganz herzlich für die Arbeit.